Meine Damen und Herren, es ist ungewöhnlich, an diesem wichtigen Tag über Video zu Ihnen zu sprechen. Erinnern wir doch sonst in jedem Jahr öffentlich und unter Anwesenheit vieler Gäste, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an die Ereignisse des 17. Juni 1953. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen wir neue Wege des Gedenkens finden, denn es ist mir sehr wichtig, auch in diesem Jahr an die Geschehnisse dieses bedeutenden Tages zu erinnern. Als heute vor 67 Jahren etwa 1 Million Menschen in Ost-Berlin und rund 700 weiteren Orten der DDR auf die Straßen gingen, waren es nicht nur Worte der Wut und Empörung über erhöhte Arbeitsnormen, die in die Ohren der SED-Führung drangen, sondern auch die Rufe nach Demokratie, Freiheit und Einheit. Nur knapp 4 Jahre nach Gründung der DDR entluden sich Unzufriedenheit und Frust über die herrschenden Zustände in einem Volksaufstand. Der Protest der mutigen Frauen und Männer gegen die Unterdrückung und Diktatur der SED stieß jedoch auf den erbitterten Widerstand der Staatsmacht. Mit Hilfe sowjetischer Panzer schlug die DDR-Führung den Aufstand brutal nieder. Mehr als 50 Menschen kamen dabei ums Leben, bei der Gewalt auf der Straße, in Haft und durch Todesurteile, die von DDR-Gerichten und sowjetischen Militärtribunalen verhängt wurden. Einige der Todesopfer sind auf dem Friedhof in der Seestraße begraben. Ihrer gedenken wir heute, der Frauen und Männer, die der brutalen Staatsgewalt zum Opfer fielen. Wir erinnern an ihren ungeheuren Mut, an ihre Entschlossenheit und an ihren Freiheitswillen. An Taten, die von der SED als faschistische Putschversuche gebrandmarkt und deren wahre Hintergründe über mehr als 3 Jahrzehnte verschwiegen wurden. Anders in der Bundesrepublik, wo der Aufstand als gesetzlich verankerter Tag der deutschen Einheit zunächst eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erlangte, die jedoch über die Jahre mehr und mehr zu einem Ritual verblasste. Erst als 36 Jahre später Millionen Menschen in der DDR erneut auf die Straße gingen und mit der friedlichen Revolution im Herbst 1989 ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen, drang auch der 17. Juni und seine Bedeutung für die Freiheitsgeschichte Deutschlands wieder stärker ins Bewusstsein. Wichtig auch, dass die friedliche Revolution erst durch die Wende hin zu Glasnost und Perestroika zum Erfolg werden konnte. Anders als 1953, als sowjetische Panzer das Scheitern des Aufstandes mit herbeiführten. Nach dem erfolgreichen Ausgang der Revolution von 1989 wurde eine Erinnerungsbrücke zum Juni-Aufstand von 1953 geschlagen. Ebenso wie die Aufstände in Ungarn und Polen 1956, wie der Prager Frühling 1968 heute in der osteuropäischen Freiheitsgeschichte ihren festen Platz haben, ist die deutsche Freiheitsgeschichte vom Aufstand des 17. Juni nicht mehr zu trennen. Freiheit, Demokratie und Einheit wurden erkämpft durch die Millionen Menschen in Ostdeutschland am 3. Oktober 1990 für Gesamtdeutschland endlich zur Gewissheit. An diesem Tag fanden damit auch die Forderungen der Aufständischen des Juni 1953 eine Erfüllung. Der 9. November 1989 und der 17. Juni 1953 sind somit unauflösbar miteinander verbunden. Am 3. Oktober diesen Jahres werden wir den 30. Jahrestag der deutschen Einheit feiern und uns an die Ereignisse in unserer Stadt von der Teilung bis zur Wiedervereinigung erinnern. Wir werden dabei auch die nicht vergessen, die 1953 mutig auf die Straße gingen und damit ein wichtiges Zeichen für Freiheit und Demokratie setzten. Heute, 67 Jahre später, leben wir in einem Land, in dem eine Generation herangewachsen ist, die weder Teilung, Aufstand noch den Mauerfall erlebt hat, die unsere Demokratie als Normalzustand empfindet. So glücklich wir darüber sein können, so wichtig ist es, dass wir uns immer wieder vergewissern, dass unsere gelebte Demokratie nicht selbstverständlich ist, dass sie im Laufe deutscher Geschichte erkämpft, ja auch mühsam zurückgewonnen werden musste.
gerade in diesen Zeiten, in denen Antidemokraten und Populisten an Kraft gewinnen und gegen unsere demokratische, freie und vielfältige Gesellschaft hetzen, ist es wichtig, dass wir uns an die erinnern, die schon vor Jahrzehnten für Demokratie und Freiheit auf die Straße gingen und dabei viel riskierten. Meine Damen und Herren, die Kraft dieses Tages, dieses 17. Juni, liegt in der Botschaft, dass es sich lohnt, für die Werte der Freiheit zu kämpfen, selbst dann, wenn das nicht sofort zum Erfolg führt. Wenn wir gemeinsam dafür einstehen, werden wir uns als demokratische, offene und solidarische Gesellschaft bewähren und stärken. Die Frauen und Männer des 17. Juni sind die Vorbilder unserer Geschichte. Sie in Erinnerung zu halten und zu ehren, ist Auftrag für uns alle.